Guten Morgen. Willkommen bei Fernweh. Es ist 4:45 am Morgen und wir nehmen euch heute mal mit zu unserer Arbeit, zu unserer Farm. Hallo, wir haben jetzt Smoko, wie es die Australier nennen. Das heißt, es ist unsere Frühstückspause. Und wir nutzen die jetzt mal und zeigen euch kurz, wie das Ganze hier funktioniert. Und zwar, seht ihr hier hinten schon, hier sind die ganzen Karotten, die dann direkt von der Ernte kommen. Die werden jetzt gerade bewässert. Und die kommen dann in diese Maschine hier rein. Hier wird dann werden die Blätter rausgezogen und die werden richtig gewaschen, weil die sind ja noch richtig braun von der Erde. Die gehen dann da durch und dann geht es hier weiter. Hier wird am Band, geht am Band entlang und dann schon mal hier. Hier ist dann die Halle. Dann geht es hier quasi hoch, am Band hoch. Hier kommst du dann rein und dann kommst du da runter übers Band. Und hier steht dann auch die Ramona an diesem Band hier mit zwei weiteren Kollegen und die sortieren die ganzen Karotten aus. Also was sortiert ihr aus? Ja, die kaputten, die. Das zum Beispiel ist alles rubbish. Alles okay. Müll. Ja, aber da gibt es doch viel mehr Müll. Also Müll wird ja, sehr viel. Manche die anderen, die noch gut sind, abgebrochen sind oder einen riesigen Schlitz haben, die gehen zum Schuss. Ja, es geht dann weiter und zwar sortiert die Ramona die ganzen guten und schlechten aus. Dann läuft es aber natürlich sehr schnell und das ist eigentlich hier, was ich mache. Hier ist eine Maschine und quasi ein Band und ich kann das quasi hoch und runter fahren und muss dann quasi immer die Paletten wechseln, also wenn es halt voll ist, austauschen, das Band aufs andere Seite fahren und die Karotten dann noch kontrollieren, also Endkontrolle machen, weil natürlich immer noch welche durchgehen, die halt auch nicht gut sind. Genau. Und hier gehen die Karotten durch, die quasi zum Saft noch gemacht werden, also die zum Beispiel einen Riss haben oder sonst was, also die gehen hier rein, kommen hier mit dem Vorderband hoch, fallen dann hier rein und die werden dann für Saft hergenommen, also für Juice. Ja. Und nach hinten, da sind dann nochmal zwei Leute und Da kommen dann die langen und großen Karotten. Ja. Also gut. Machen wir weiter. War's bis erste. Machen wir weiter. So, Ramona. Und wie läuft's heute? Gut, ich hab Hunger. Kann man jetzt mitmachen. Ich hab auch Hunger. Ja, wir gehen jetzt Mittagessen. Also so ein Wind dauert weniger wie 10 Minuten. Also ist hier großes Kino. Wird hier viel produziert. Normalerweise, also heute ist einfach, da wir heute eigentlich nicht den Kisten verpacken. Normalerweise tun wir oft alles einzeln in Kisten verpacken und aufstapeln. Und das ist natürlich um einiges doppelt. Also hier mal essen.